Gucken wir mal, ob wir die Putzfrau noch mal treffen können. Oder gibt's hier noch irgendwas? Weil wir haben ja vorhin, als wir es noch nicht so richtig kannten, gezoomt und sollten Hinweise an der Dame finden und ich glaube, wir haben da nicht alles gefunden. Das ist ein Auto, da könnten wir wegfahren. Ich glaube aber hier rechts war noch die gute Dame, Putzfrau. Warte mal, können wir mit denen labern hier? Nö. Ah, alles klar, er macht's weiter. Also wir können gar nicht mehr zu der Putzfrau, sondern Spielverlauf geht weiter zu Sam's Dinner. Da bin ich ja mal gespannt, was mich da erwartet. Ach, Sam's Diner heißt der Laden, wo die Frau drin ist. Er hat nur nachgeladen. Oh Gott, wie peinlich. Mann, 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 das hätte ich doch sehen müssen. Naja. So. Irgendeine Ahnung, wo Bobby Yale sein könnte. Woher soll ich das denn wissen? Er ist nur selten da, wenn ich den Club sauber mache. Bobby scheint mir ein netter Junge zu sein, aber ich kenne ihn ja kaum. Fällt Ihnen noch etwas zu dem Augenblick ein, in dem Sie Duns Leiche entdeckt haben? Ich kann mich wirklich an nichts erinnern. Tut mir leid. Gott, ich weiß wirklich nicht viel. Dürfte ich Ihnen Fragen zu Ihrem Job stellen? Zu welchem? Erzählen Sie mir doch von Ihrer Arbeit hier im Diner. Ach, hier ist es wunderbar. Ich liebe meinen Job. Mein Boss. Oh, freut mich zu hören. Wie lange arbeiten Sie schon im Boxclub? Schon, warten Sie, 4, 5 Jahre. Wobei ich nicht glaube, dass ich je wieder einen Fuß dort hineinsetzen kann. Es muss wirklich hart für Sie sein. Tut mir leid. Abgesehen vom Diner und dem Boxclub arbeiten Sie nirgendwo sonst, oder? Dazu hätte ich gar keine Zeit. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich im Boxclub weiter arbeiten möchte. An Ihrer Stelle würde ich nicht kündigen, glauben Sie mir. Anfangs mag es noch wehtun, doch die Zeit heilt alle Wunden. Danke. Joey hat das auch immer gesagt. Kann sein. Ich weiß es nicht. Danke. Noch etwas zu dem Augenblick, in dem Sie Duns Leiche entdeckt haben, haben wir schon. Okay, fragen wir hier nochmal nach. Was halten Sie von Jake Ostiombi? Wer? Wer ist das? Ein großer Gorilla. Auch ein Boxer. Ein Freund von Joe Dunn. Ach ja. Ich kenne ihn ja kaum. Ich mag nicht, wie er mich ansieht. So, wir fragen nochmal nach. Fällt Ihnen noch etwas zu dem Augenblick ein, in dem Sie Duns Leiche entdeckt haben? Ich kann mich wirklich an nichts erinnern. Tut mir leid. Irgendwie ist sie sehr schweigsam. Sie sagt nichts, sie weiß nichts, sie hat nichts gesehen. Immer so. Tut mir leid. Ja. Ich denke, das wär's für den Moment. Man sieht sich. Wir werden Sie in Sam's Diner vermissen. Bye, bye. Auch wieder sehr kalt und professionell. Gucken, wie weit können wir denn hier laufen? Die Läden
Laden kommen wir nicht rein. Hier geht's nicht weiter, aber wo wir noch gar nicht waren, ist auf der linken Seite. Wir sind immer nach rechts gelaufen. Mal gucken, ob wir links da noch was finden. Kann er eigentlich schneller laufen? Ne, irgendwie nicht, ne? Ne. So. Dann gehen wir mal wieder zurück. Du hast übrigens nicht Dinner, sondern Diner. Da hatte ich mich vorhin verlesen. Ich dachte, dass wir irgendwie zum Essen eingeladen sind. wie bescheuert. Naja. So, Festplatte, gib alles. Genau, wir gehen jetzt mal links lang, da waren wir noch gar nicht. Und dann steigen wir mal, weil da nichts hin, steigen wir nochmal ins Auto. Ist hier ein Mülleimer irgendwas? Ne. Doch, da war irgendwas. Auch wieder ein Hall of Fame Aufkleber. Das ist doch schön. Da freut er sich. Nee, da geht's nicht weiter. Also steigen wir mal ins Auto. Ich würde einen gelben Cadillac bevorzugen, doch ich kann nicht klagen. Ach, er gibt nur eine Analyse. Okay, also wir müssen das Rätsel wirklich hier lösen. Ich habe eigentlich eher gedacht, so, dass wir noch woanders hinfahren oder irgendwem treffen. Wahrscheinlich müssen wir gleich nochmal gucken, ob wir kombinieren können, aber. So. Wir können hier nochmal versuchen hochzugehen, aber das ging ja vorhin nicht. Ja, ist auf jeden Fall spannend, was man so noch machen muss. Er ist ja am Labern. Am Schlafen, meine ich. Ja, was finden wir denn noch hier für Hinweise, um das irgendwie zu lösen oder wie auch immer? Es mich wundert, dass wir den Ring nicht betreten können. Okay, da ist auch eine Absperrung, aber... Den haben wir schon gelabert. Keine Ahnung warum, aber irgendwas ist da faul. Können wir mal F2 drücken, ob wir nochmal was lösen können. Aber ich glaube nicht. So, wessen Fußabdrücke sind im Boxclub? So. Jemand hat einen Farbeimer in die Mülltonne geworfen. Das passt nicht. Der Expander liegt in der Mülltonne, gehört Yell. Jemand hat ein Farbband, Geburt von Danzrau, den Tresor. Mary hat schöne, saubere Handschrift. Mary nennt Jan Joe.
Okay. Das passt nicht zusammen. Irgendwas faul, Mary. Mary hat eine schöne Handschrift. Mary nennt dann Joe. Okay, Mary. Nochmal. Mary hat eine saubere Handschrift. Nee, ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Uns fehlen eindeutig noch Hinweise. Können wir mit ihm nochmal quatschen hier? Ne, das war's. Noch nicht so ganz verstehe, warum er hier diesen einen Hinweis am Regal gibt und wir können nichts machen. Er wackelt da dran. Hier hätte er, du trainierst, ist ein glücklicher, was so, okay. Sind wir so ach, ja, da ist noch eine Hall of Fame-Karte. Ah, da ist ja noch ein Koffer. Was ist da denn drin? Noch eine Karte. Ich vermute mal, wir müssen nochmal aufs Dach. Oder wollen wir hier nochmal gucken, ob da noch irgendwas ist? Ist auch nochmal ein Spruch.
Nee, nochmal nach oben. Ja, so ein bisschen frustrierend, wenn man da gar nicht so weiterkommt. Fällt mir gerade ein, der Fuchs hatte doch oben auf dem Dach Bretter gelegt. Vielleicht können wir da jetzt rüberlaufen. Sollten wir mal probieren. Ich vermute mal, wir werden auch hier oben noch irgendwas übersehen haben. Ja, da oben. So eine Art Wassertank oder. Der hat da eben irgendwas angezeigt. Als wir hier lang gegangen sind, hat er was angezeigt. Zurück. Zeigt dann das jetzt nicht mehr an? Da war doch ein X. So nervig. Ja, da haben wir es doch. Kann man da irgendwie nach oben gucken? Ja. Ah, alles klar. Ach, der findet da eine Karte. Na toll. Kleben wir die mal ein. Freuen wir uns. Noch eine Karte, super. Da sind hier die Kartensammler. Schön einkleben. So. Komisch ist das schon, finde ich. Saßen hier zu zweit. Das ist irgendwie Blut oder ist das, das Rot waren Flecken? Die hat auf jeden Fall Werbung gemacht. Okay.
Hier wollte ich ja aufs Dach, das hat ja vorhin nicht funktioniert. Also geht hier nicht hoch. Tja, dann haben wir am Dach alles abgesucht. Dann gehen wir mal wieder rein. Und nerven nochmal. Gute Dame hier. Dann hatte Unterlagen zu den Angestellten und Kunden des Boxclubs. Mhm. Name, Adresse und Geburtsdatum. Ach, es gibt sogar noch einen Hinweis. Den haben wir vorhin gar nicht gesehen. Schöner regelmäßiger Puls. Hm. Okay, also sie ist ausgeglichen. Haben Sie in diesen Papieren irgendetwas von Interesse finden können? Nein, Ermittlungen brauchen ihre Zeit, wie Sie ja sicher wissen. Haben Sie in diesen Papieren irgendetwas von Interesse finden können? Nein, Ermittlungen brauchen ihre Zeit, wie Sie ja sicher wissen. Das ist schön, ja. Was uns auch noch fehlt für den Tresor. Würden Sie mir Ihr Geburtsdatum verraten? Aber sicher. 6. März. Und das Jahr? Ich bin 24, Mr. Blackset. Rechnen Sie's aus. Na toll. Mist. Na toll. Ich glaube, das bringt nichts. Aber auf jeden Fall haben wir ja schon mal einen Dialog mehr rausgekitzelt. Karte. Die kleben wir mal gleich ins Album ein. Noch eine Karte. Was hat man denn davon, dass man diese Karten findet? Hm. Hier gibt's auch nichts mehr. Also, kann man sich ein Bild angucken, ja toll. Thank you.
Keine Ahnung warum, aber irgendwas ist da faul. Tja. Gehen wir nochmal raus. Ich würde einen gelben Cadillac bevorzugen, doch ich kann nicht klagen. Kann man hier eigentlich in die Richtung gehen? Nee. Gehen wir nochmal zu Sam's Diner, weil es so schön war. Aber eigentlich nichts Spannendes bis jetzt. Also nichts Neues. Die Geschäfte hier kann man sonst nicht betreten. Ist hier noch irgendwas? Bis auf Sam's Diner. Da gehen wir jetzt nochmal rein. Hi, Mr. Blackshead. Ja. Ich lasse Sie dann mal lieber weiterarbeiten. Bis dann. Wir werden Sie in Sam's Diner vermissen. Bye bye.